Die Rezepte von uns findet ihr natürlich auf unserer Homepage. Schaut mal durch. Hallo zusammen, heute backen wir Tomatenkuchen. Hierfür benötigen wir 200 Gramm Mehl, 1 Prise Salz, 1 schon mal miteinander vermischen, 75 Gramm kalte Butter, das ist wichtig, dass sie kalt ist, 1 die bitte in kleinen Stückchen in den Teig schneiden. So, noch 25. So. Mal Finger wischen. So, dazu kommen 1 Esslöffel Obstessig. Könnt ihr jeden Essig für verwenden, wie Weinessig. Ihr könnt hier, ihr könnt aber auch Apfelessig nehmen oder so. Muss halt nur ein Essig mit Obst sein. So. Dazu kommen 4 Esslöffel Milch. Das verrührt ihr jetzt miteinander. Und dann muss es geknetet werden. Und zwar mit den Händen am besten. Das heißt, ihr nehmt das und vermischt den Teig und die Butter mit den Händen. Das macht ihr so lange, bis sich ein homogener Teig ergibt. Ja, am Anfang ist es ein bisschen mühselig. Das dauert ein bisschen, aber mit der Zeit merkt ihr, wie sich die einzelnen Elemente miteinander verbinden. Und dann kann es auch richtig wie bei einem normalen Teig geknetet werden. Nicht zu früh aufhören, sondern ein bisschen Geduld bewahren. Im Rezept steht, wenn man der Teig fertig ist, soll man ihn zwischen zwei Folien, also Frischhaltefolie, ausrollen und dazwischen ausrollen. Ich habe aber mittlerweile festgestellt, das ist überhaupt nicht nötig, sondern, Moment, ich zeige euch gleich eine viel einfachere Methode. Wie ihr seht, ergibt sich jetzt eine Teigmasse daraus.
So, ihr lasst das aber noch ganz bröselig. So. Ihr buttert eine Form aus. Hier eine Quicheform oder eine Pizzaform. Gebt die Brösel hinein. Verteilt diese in der Form. Gucken, dass alles so gleichmäßig ist. Gleichmäßig dicke. So, und dann geht ihr einfach hin und drückt diese fest, bis ihr eine geschlossene Platte habt. Zwischendurch mal gucken, ob irgendwo noch so kleine Löcher sind oder größere Bereiche frei sind. Da noch etwas Teig hineindrücken. Vor allen Dingen achten, dass das auch bis zum Rand geht. Danach nehmt ihr eine Gabel, drückt mit der Gabel den Rand etwas runter. Und damit beim Backen nachher der Teig nicht in der Mitte hochkommt, überall ein paar kleine Löcher reinmachen. So. Bevor wir weitermachen können, muss diese Quicheform jetzt für ungefähr eine Viertelstunde in den Kühlschrank. Kühlung geholt. Diese wird jetzt belegt mit Tomatenscheiben. Ihr könnt auch große Tomaten nehmen. Das ist jedem selbst überlassen, was einem besser gefällt oder was einem besser schmeckt. Ein paar übrig lassen für die Garnitur. Nicht alle verteilen. So. Dann 100 Gramm Käse. Mit 4 Esslöffel Sahne. Zwei Eier. Etwas Salz. Und einer durchgepressten Knoblauchzehe. Verrühren. Kräuter de Provence hinzugeben. Einen Moment stehen lassen und in der Zwischenzeit die Tomaten mit ein bisschen Pfeffer würzen.
etwas Salz drüber geben. Und dann Käse-Sahne-Gemisch drüber geben und verteilen. Keine Sorge, wenn das im Backofen kommt, dann verläuft das von selber noch etwas. Den Backofen auf 225 Grad vorheizen und dann circa 15 bis 20 Minuten backen. Eins habe ich noch vergessen, und zwar die Deko-Tomaten. Da kommen nämlich zum Schluss noch welche oben drauf. So, und ab in den Ofen damit. Der Kuchen ist fertig. Der kann wie eine Pizza aufgeschnitten werden. Wenn ihr das ein bisschen dicker mögt, nehmt ihr einfach die doppelte Menge an Käse und an Sahne. Allerdings beachtet dann, dass dann natürlich auch die Backzeit etwas länger ist. Guten Appetit! So, liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch einfach mal ein kostenloses Abo da, like das Video und aktiviert die Glocke, wo es geht, damit ihr zukünftig auch kein Video mehr verpasst. Ach ja, und bevor ich es vergesse, ihr könnt euer Feedback gerne in die Kommentare schreiben, wir lesen sie uns auch gerne durch. Tschüss!